Hallo Freunde des fahrbaren Blechs und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video, bei dem ich über zwei Themen sprechen möchte, die die letzten Wochen immer mal wieder für Gesprächsstoff in den Kommentaren gesorgt haben. Ich werde das Ganze hier möglichst uncut machen, ihr werdet also Versprecher und so weiter inklusive hören. Thema Nummer 1 sind Doppeleinsendungen. Es gab eigentlich die letzten Wochen keine Folge, unter der ich nicht gelesen hätte, den Clip, den habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Das ist auch ganz nett von euch, dass ihr mich darauf hinweist. Es bringt am Ende mir nur nichts, aber vielleicht liest ja der ein oder andere Einsender es und macht sich entsprechend Gedanken darüber. Was ich dazu sagen möchte, mir wird immer mal wieder gesagt, ich müsste doch bei den anderen Kanälen einfach regelmäßiger schauen, dann würde ich auch wissen, welche Clips schon mal irgendwo, irgendwann, irgendwie mal gelaufen sind. Jetzt muss ich allerdings darauf sagen, nein, erstens ist das ein Aufwand, den ich nicht betreiben kann und auch nicht betreiben möchte, ständig die anderen Kanäle so zu verfolgen, dass ich mich intensiv dann quasi davor setze und abgleiche jeden einzelnen Clip mit dem Material, was ich von euch zur Verfügung gestellt bekomme. Der Aufwand wäre einfach zu groß. Aus meiner Sicht sind die einzigen, die Doppeleinsendung wirklich wirksam verhindern können, die Einsender selbst. Und auch wenn ich nie bis jetzt den Anspruch gestellt habe, dass ich nur exklusives Material bekommen möchte, muss ich doch sagen, hätten wir alle deutlich mehr davon, wenn jeder Kanal exklusives Material anbieten könnte. Wenn ihr als Videospender mehrere Kanäle unterstützen möchtet, was ja überhaupt gar kein Problem ist, dann teilt euer Material doch einfach unter den verschiedenen Kanälen auf. Oder entscheidet euch für einen Kanal. Also, das sind eigentlich die einfachsten Lösungen. Ganz verhindern können wird man die Doppeleinsendung nicht. Sieht man ja, manche Kanäle fordern, dass sie nur exklusives Material kriegen. Es funktioniert trotzdem nicht. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Dann das zweite Thema, was viel präsenter noch in den Kommentaren die letzten Wochen war. Vor allem jetzt unter der letzten Folge vom Schwaben am Wochenende Kommentare dazu, dass auch Fehler von Dashcam-Fahrern gezeigt werden. Und teilweise sind es nicht nur Fehler, sondern Situationen, die ohne das Verhalten des Dashcam-Fahrers gar nicht zustande gekommen wären. Oftmals wird die Frage gestellt, wieso zeigen wir solche Clips? Wieso bieten wir Leuten eine Plattform, die scheinbar die Situation extra provozieren? Dann wird oft gefragt, wieso wir als Kanalbetreiber diese Szenen eigentlich nicht kommentieren, wenn wir sie denn zeigen. Das wird also in letzter Zeit häufiger gefordert, vor allem seit Sascha seine Videos eigentlich durchgehend kommentiert, dass das hier auf diesem Kanal auch gemacht werden sollte. Wird immer mal wieder geschrieben und ich werde darauf hingewiesen, dass das so, wie wir es im Moment machen, ein schlechtes Bild auf den Kanal wirft. Zumindest in den Augen mancher, nicht in den Augen aller. Ich möchte euch kurz erklären, warum ich überhaupt solche Clips zeige. Ich möchte euch erklären, wieso ich es nicht kommentiere. Und am Ende könnt ihr mir gerne eure Meinung dazu mal in die Kommentare schreiben. Da werde ich auch mit drauf eingehen und dann können wir einfach mal so ein bisschen schauen. Ihr könnt mal schreiben, was ihr davon haltet, was ich jetzt hier argumentiere. Und ich kann mich dann da auch nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter äußern, als ich es jetzt hier in diesem kurzen Video mache. Zunächst einmal möchte ich erwähnen, dass solche Szenen hier nicht gezeigt werden, um den entsprechenden Fahrern eine Plattform zu bieten, sondern um sie eurem Urteil auszusetzen. Wie sollten diese Personen denn auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht werden, wenn man es nicht zeigt? Außerdem bin ich der Meinung, dass wir alle Fehler machen, egal ob wir mit einer Dashcam durch die Gegend fahren oder nicht. Nur weil wir eine Dashcam im Auto haben, sind wir nicht die besten Autofahrer. Wir gehören genauso zu den anderen. Wir machen genauso Fehler, sprich, wir sind nicht anders. Und es wäre doch Quatsch, das unter den Tisch fallen zu lassen. Wenn ich nur Szenen zeige, in denen die Dashcam-Fahrer sich vorbildhaft verhalten, dann steht in den Kommentaren, ihr stellt euch als etwas Besseres dar. Wenn ich Szenen zeige, wo sie Blödsinn machen, kommt auch Kritik. Egal wie ich es mache, ist es am Ende falsch für irgendwen. Fakt ist aber, ich habe auf diesem Kanal nie behauptet, dass die Dashcam-Fahrer die besseren Autofahrer sind. Und das werde ich auch in Zukunft nicht. Oftmals lese ich auch, dass einige den Dashcam-Fahrern vorwerfen, sie würden Situationen provozieren, nur um einen Clip für die Dashcam zu haben. Ich bestreite nicht, dass es Fahrer geben wird, die Situationen nur für die Dashcam provozieren.
Aber wir wissen es ja nicht, ob es wirklich für die Dashcam ist oder ob derjenige tatsächlich immer so fährt. So, und jetzt stellt sich für viele die Frage, wieso kommentieren wir das denn eigentlich nicht, wenn wir solche Szenen schon zeigen? Das ist einmal gesagt nicht so einfach. Ich habe vor ewigen Zeiten tatsächlich mal versucht, so ein bisschen die Clips zu kommentieren. Dann war das hier ganz schnell der Klugscheißer-Kanal. Also da konnte ich mich vor Kritik dann auch nicht mehr retten und dann habe ich das Ganze ganz schnell wieder eingestellt. Auch mit dem Gedanken, dass ich es eigentlich gut finde, euch die Sachen so zu präsentieren, dass ihr euch selbst eine Meinung darüber bilden könnt. Denn ich meine, ich stelle meine eigenen Clips euch hier ja auch nun mal zur Verfügung. Ihr seht ja auch, wie ich mich im Straßenverkehr benehme und ich selbst stand auch schon das ein oder andere Mal im Mittelpunkt der Kritik. Was ja auch nicht schlimm ist. Ich meine, ich kann ja auch nur lernen und andere Perspektiven vielleicht auch entdecken, wenn ich kritisiert werde. Aber ich stelle euch meine Szenen so zur Verfügung, dass ihr euch selber ein Bild machen könnt und dasselbe möchte ich auch mit den Videospenden machen. Ich möchte sie euch so zur Verfügung stellen, dass wertungsfrei bei euch ankommen und ihr euch dann eben euer eigenes Urteil zu so einer Szene bilden könnt. Des Weiteren war ich persönlich so immer der Meinung, dass ihr Zuschauer in den Kommentaren das Verhalten mancher viel, viel besser und vor allem auch umfangreicher bewertet, als ich das mit einem Kommentar in so einem Video hätte machen können. Ja, da kommen so viele verschiedene Kommentare oft zu den einzelnen Szenen und vor allem auch so viele verschiedene Meinungen zu den Szenen. Manchmal sind alle irgendwie gegen den Dashcam-Fahrer, weil da irgendwie wirklich der Dashcam-Fahrer die ganze Situation eigentlich verursacht hat und da auch der andere nichts zu konnte. Das gibt es natürlich auch. Aber oftmals haben wir auch Szenen, wo die einen sagen, der Dashcam-Fahrer hat alles richtig gemacht und die anderen sagen, nee, der Dashcam-Fahrer hat alles falsch gemacht. Soll ich in solchen Szenen dann Partei ergreifen? Damit würde ich ja dann auch schon wieder eine Wertung abgeben und euch das Ganze nicht neutral präsentieren. Finde ich schwierig. Übrigens haben die Kommentare auch schon das ein oder andere Mal einen Erfolg erzielt. Zumindest wenn ich dem glauben darf, was manch einer so in den Kommentaren dann schreibt bezüglich seiner Verhaltensänderung durch die Kommentare, weil er selbst die Szene dadurch vielleicht dann tatsächlich auch mit anderen Augen sieht. Und damit wäre ja dann das erreicht, was ich am Anfang angesprochen habe. Wie sollen solche Leute denn ihre Fehler erkennen, wenn sie nicht darauf hingewiesen werden? Mir selbst geht es übrigens genauso. Also durch Kritik an Szenen von mir selbst oder aber auch durch Kritik, die an anderen Szenen geübt wurde, sehe ich einiges im Straßenverkehr, seit ich diesen Kanal hier angefangen habe, mit anderen Augen. Also es bringt schon was, zumindest aus meiner Sicht. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze hier so ein bisschen verständlich machen. Ich hoffe, dass ihr ein paar Kommentare schreibt, damit wir uns so ein bisschen austauschen können. Dann kann ich eventuell, wie gesagt, auch das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher euch erklären, wieso ich das so handhabe, wie ich es handhabe. Wenn ich von ich rede, schließe ich damit übrigens Schwaben-Dashcam mit ein. Es ist immer noch ein bisschen ungewohnt, hier von wir zu sprechen, weil ich den Kanal so lange alleine gemacht habe. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir in den Kommentaren so ein bisschen in den Austausch kommen. Und ich werde euch den ganzen Kram hier aus dem Video auch nochmal in der Videobeschreibung zusammenfassen. Dann lesen wir uns in den Kommentaren. Bis zur nächsten regulären Folge. Fahrt gut und besser und ciao, ciao.